Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, was mache ich, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, der depressiv ist, der keine Freude mehr am Leben hat oder ja, Freude zumindest nicht empfinden oder zeigen kann und sich auch nicht ja, behandeln lassen möchte oder sich helfen lassen möchte. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil einem selbst das natürlich sehr, sehr viel Energie rauben kann. Und da kann ich im Grunde genommen zwei Anregungen dir nur mit auf den Weg geben. Zum einen lausche dich hinein, wie sehr liegt dein Partner dir wirklich am Herzen? Ist der Zeitpunkt gekommen, wo vielleicht einfach auch eine Trennung vonnöten ist? Weil du das Gefühl hast, ja, du möchtest dich in diese Energie auf keinen Fall mehr weiter hineinbegeben und du siehst auch überhaupt keinen Ausweg, dann kann so eine Trennung vielleicht ja auch mal auf Zeit sein, für beide, vielleicht für 3 Monate oder so, wo jeder für sich nochmal in sich hineinlauschen kann, wo jeder für sich Klarheit finden kann. Gehören wir doch zusammen, möchten wir doch unseren Lebensweg weitergehen und dann kann das bei dem Partner durchaus ja auch etwas auslösen, dass ihr auf eine andere Art und Weise in Kommunikation kommt, wieder miteinander redet und er dann doch schaut, wie er aus depressiven Verstimmungen herausfindet und mit dir gemeinsam Freude am Leben nochmal finden kann und Freude auch empfinden kann. Die andere Variante ist, ja, dass du auf eine gewisse Art und Weise dennoch auf dein Herz lauschst und Freude am Leben hast und auf eine gewisse Art und Weise eben auch dein eigenes Ding machst, dir ganz bewusst Sachen in deinem Leben aussuchst, die dir Freude bereiten, wo du deinem Herzen folgst und ja, einfach für dich herausfindest, kannst du damit umgehen, dass du alleine einfach in der Freizeit unterwegs bist und Dinge machst und deinen Partner da einfach außen vor lässt, weil er einfach an diesen Dingen ja, überhaupt keine Freude hat oder damit nichts anfangen kann? Also, dass du in deiner ganz eigenen Energie ankommst und auch bist und deinen Partner in seiner eigenen Energie lässt. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Also zum einen wirklich krass einen Cut machen oder zumindest mal probeweise für 3 Monate einen Cut machen und die andere Art und Weise einfach eine bewusste Entscheidung treffen. Okay, ich möchte keinen Cut machen, aber ich lebe dennoch mein Leben und gestalte mir meine Zeit so, wie es meinem Herzen entspricht und verfolge da meine Projekte. Und manchmal ist es ja auch so, dass man früher oder später nichtsdestotrotz den Partner mit ins Boot nehmen kann und mit der eigenen positiven Energie einfach anstecken kann. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema für heute. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.